Jo liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Mario Odyssey Video auf meinem Kanal. Und heute habe ich mal was ganz Besonderes vor. Und zwar will ich heute mal den unmöglichen Luftballon im verlorenen Land euch vorstellen. Beziehungsweise ist eine kleine Videoreihe, die ich jetzt starten möchte, aufgrund Luigi's Balloon World. Weil ihr wisst ja, ich habe es im letzten Video schon gezeigt, man kann die Ballons auch out of map platzieren. Was richtig unfair ist und meiner Meinung nach auch das ganze Spielerlebnis kaputt macht mit den Ballons. Und ich bin absolut dagegen. Aber diese Videoreihe ist dafür, um euch aufzuklären, um euch zu zeigen, um euch ein kleines Tutorial zu geben, wie ihr diese Ballons in den verschiedenen Königreichen kriegen könnt. Und den ich euch heute vorstelle, ist wirklich der schwerste Luftballon, den ich je platziert habe. Das Gewinnspiel wird im nächsten Video aufgelöst. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Und zwar hier im Lost Kingdom. Habt ihr euch wahrscheinlich schon öfter gefragt, wie ihr diesen Luftballon kriegen sollt. Der ist irgendwie in der Tür drin, aber ihr könnt ja nicht durch die Tür in den Ballon jagen oder mit dem Baum oben, dass er da irgendwie ist oder in diesem komischen Loch. Aber nein, Leute, er ist wirklich in der Map drinne, richtig eklig versteckt. Ich habe zuerst gedacht, man muss mit dem Flugdinosaurier dort oben den Glitch durchführen. Aber nein, Leute, der wurde gepatcht. Seit Luigi's Balloon World hat Nintendo ganz viele Glitches weggepatcht, da mache ich auch nochmal ein extra Video zu. Also muss es eine andere Möglichkeit geben, irgendwie in die Wand reinzubuggen. Da habe ich natürlich erstmal an das gute alte Roll Canceling gedacht, Leute, aber nein, so ist dem nicht. Und dann habe ich ein ganz kleines Video auf YouTube entdeckt, was wirklich wenig Klicks hat, wo einer einen Glitch vorstellt, den ich bisher auch noch nirgendwo gesehen habe. Aber anscheinend kennen ihn schon einige, weil ich habe im Lost Kingdom schon viel gespielt und viele Luftballons waren dort einfach out of map irgendwie versteckt. Und zwar, wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und zwar, sobald ihr startet, geht ihr sofort links hier um die Ecke und dort seht ihr diesen kleinen Eingang, diesen kleinen Tunnel. Und dort müsst ihr, wie ihr hier gerade seht, wie ein Verrückter entweder geduckt bleiben oder wieder immer geduckt drücken. Aus Erfahrung kann ich sagen, es ist leichter, wenn ihr die ganze Zeit wieder ZR spammt, weil ihr dann Mario leichter steuern könnt. Und zwar müsst ihr exakt diese Kante dort treffen. Und ihr seht es auch hier, man wird immer wieder rausgedrückt von dem Spiel, weil es ist natürlich out of map, man soll da nicht hin. Aber wenn ihr das oft genug macht, von 10 Mal in die Kante reingehen, werdet ihr einmal nicht rausgedrückt, circa. Habe ich jetzt so wahrgenommen für mich. So Leute, und jetzt kommt das Schwerste. Sobald ihr 1, 2 Schritte nach vorne geht, werdet ihr von Cappy zurückteleportiert und er sagt euch, ihr sollt hier nicht hin, weil ihr gerade Balloon World spielt. Also wie soll man das jetzt machen, Leute? Und zwar, ich habe es wirklich oft probiert. Ich habe insgesamt 1 Stunde dafür gebraucht. Immer wieder rein, immer wieder zurück teleportiert worden. Aber man muss einfach, wenn man da durch ist und ihr realisiert habt, dass ihr wirklich durchgebackt seid durch die Wand, müsst ihr ganz langsam über die kleine Kante dort drinnen und sofort wieder nach rechts lenken. Und dann fallt ihr, dann macht ihr einen Cap Dive und ihr seht auch das Rohr und die Tür von innen. Dort springt ihr dann hin und dort könnt ihr den Luftballon platzieren. Beziehungsweise dort sind auch die Luftballons, die ihr immer so lange sucht. Es ist wirklich ein ganz assiges Versteck. Wenn ihr schon einen Luftballon seht, der 52 Meter von euch entfernt ist, dann lasst es lieber. Aber hier ein kleines Tutorial, wie gesagt, damit ihr es schafft. Damit bin ich für heute raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.